Justin, wie geht es dir? Mir geht's sehr gut, topfit. Ja, körperlich geht's mir gut, mental genauso. Ja, hatten eine super Woche mit der Mannschaft und ja, sehr gut. Ja, zum ersten Mal seit über 50 Jahren haben wir in 4 aufeinanderfolgenden KKD-Spielen das Tor sauber gehalten. Das muss ein schönes Gefühl sein. Ja, ist sehr schön, ja. Gerade bei einem Heimspiel vor den eigenen Fans den Rekord jetzt, sage ich mal, ja, zu bekommen oder einzufahren, ist ja, sehr, sehr schön. Liegt aber jetzt auch nicht der ganze Fokus drauf. Ist sehr schön. Ich wusste es vorher auch gar nicht. Ist sehr schön zu hören, aber ja, es geht jetzt einfach darum, weiterzumachen, ja, die nächsten Spiele genauso fokussiert anzugehen und immer, immer von Spiel zu Spiel denken, gar nicht weit voraus und ja, einfach immer alles geben und dann mal schauen, was noch so geht. Jay, hoe is het met je? Ja, goed. Interland break gehad, dus weer fris. Beetje goed doorgekomen dat voetballoze weekend? Ja, zeker. Ik ben even naar huis gegaan, dus de familie weer opgezocht. Dus dat is altijd wel fijn. En is het dan toch weer lekker dat we weer gaan beginnen? Ja, nee, zeker. Na zo'n 3 dagen is het toch wel weer lekker om richting een wedstrijd toe te werken. Dus ja, zeker. Ja, morgen tegen ADO Den Haag. Wat verwacht je van die wedstrijd? Moeilijke, mooie wedstrijd. Leuk stadion om in te voetballen. Ja, goede ploeg. Maar ik denk dat wij goed voorbereid zijn om de 3 punten mee terug te nemen. Wie in de laatste spelen einfach daaraan anknüpfen, ja, defensief stabiel te staan. Gegen ADO genauso alles reinhauen wie in den letzten Spielen und dass das unser Standard sein sollte, wie in den letzten Spielen und dann bin ich sehr optimistisch, dass wir ja auch da was holen können und ja.